Also ich heiße Maximilian Schneider, ich mache eine Ausbildung zum Fachpraktiker. Das ist was wie Schreiner, nur ein bisschen abgespeckter. Bin ich gerade im ersten Lehrjahr. Und was denkst du, was macht deinen Beruf aus? Was macht man, wenn man da in der Früh hinkommt, was macht man da, wenn man am Abend rauskommt? Man arbeitet viel mit Holz, also wir stellen Stühle her, Tische, Fassaden, Fenster, Innenausstattung, Treppen und alles, was Mobiliar ist. Wir stellen wir aus heimischen Holzarten her. Es ist, finde ich, sehr interessant, mit Holz zu arbeiten, mag ich gern. Es ist einfach ein vielseitiger Beruf, dem ich jedem ans Herz legen kann, wenn er gut in Mathe ist, wenn er das Genaue liebt, wenn er freudig an der Herausforderung ist. Ihr habt ja BGJ oder habt ihr sowas? Kommt ihr aus Österreich oder wo? Nein, oder bist du von da? Wie ist das? Wie hast du ein bisschen vom Dialekt her? Hättest du gesagt? Bayerisch-Österreichisch. Ja, wo kommst du her? Also ich bin geboren in Bayern. Ja. Hab Wurzeln in Ungarn. Ja. Und ein Haus in Österreich, im Burgenland. Verstehe, ja. Also wie es meint, kann ich auch ein bisschen Österreichisch sprechen, macht mir nichts aus. Schon. Was war jetzt die Frage? Ob sie ein BGJ hier, du hast in Deutschland gelernt. Ja. Also ihr habt ja BGJ, ja? Ein Jahr BGJ und dann zwei Jahre Ausbildung, ist das richtig? Genau. Genau. So kann man es zum Beispiel machen. Man kann aber auch direkt die Ausbildung anfangen oder halt so wie ich das BGJ machen als Vorlage und dann den Fachpraktiker dranhängen, so wie ich es mache. Und nach dem Fachpraktiker mal dann gesehen. Ah, verstehe. Also, was muss ein zukünftiger Azubi, sagen wir fürs nächste Jahr, was muss der haben, um bei euch im Betrieb glücklich zu sein? Also er muss Interesse zeigen, auf jeden Fall schon mal. Er muss genau arbeiten können, er muss ein gutes Auge haben können, er muss ein Gespür haben. Ein Gespür haben für die Arbeit. Weil es ist schon herausfordernd. Man muss aber, ich habe das Gefühl, man muss vorher schon was gelernt haben. Und darum habe ich das vorher das BGJ schulisch gemacht. Und das hilft mir jetzt in der Ausbildung. Ich kann zum Beispiel die Zinken besser. Ich kann die berechnen. Ich weiß alle Formeln. Das ist ziemlich auswendig. Das lerne ich jetzt weiter und kann es noch besser wie welche, die das noch nicht gemacht haben. Die neu kommen, die lernen sie eher hart. Was ist, wenn man da nicht so gut ist? Hat man dann überhaupt die Möglichkeit, das zu machen oder kann man sowas erlernen? Was meinst du? Man kann es erlernen, man muss sich aber mehr anstrengen, wenn man vorher noch nicht das gelernt hat. Man muss wirklich, es gibt Formeln zum Auswendiglernen, es gibt bestimmte Fachbegriffe, es gibt Grundkenntnisse oder Basics, wie man sagt, die man einfach beherrschen muss in dem Beruf. Was meinst du, wie wird man in deinem Beruf glücklich? Wenn man in meinem Beruf glücklich ist, mit Freude an der Arbeit. Also und auch an der Abwechslung. Man macht nicht immer, es kann zwar sein, dass man ab und zu mal was Eintöniges macht, dass man wochenlang dasselbe macht, zum Beispiel abbrichten, Winkelkante fügen oder sowas. Aber es kann auch sein, dass du dann nächsten Tag in der Lackiererei stehst oder was. Oder was streichst. Oder dann machst du einen Zuschnitt. Oder es gibt, mein Beruf hat viele Seiten. Bei uns kannst du malen, bei uns kannst du singen, bei uns kannst du hobeln, kannst es mit Hand machen, aber heutzutage machen wir alles mit Maschine normalerweise, weil es schneller geht. Aber grundsätzlich Freude an der Vielfalt.